Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS17 auf der Bizim Koi 66. Und ich habe gerade ein bisschen Raps weggebracht zur Raffinerie, um Diesel zu produzieren. Wir haben die Ernte gleich fertig. Wir sind da schon wieder am Drillen. Dann habe ich noch einen Frontlader gekauft mit Palettengabel. Was haben wir noch gemacht? Ja, viel mehr ist eigentlich noch nichts passiert. Ich habe gleich den Kompost, eigentlich den Abfall, was da produziert wird, bei der Raffinerie mitgenommen, abgegeben. Gab gerade noch ein bisschen Geld. Oh, da kommt ein Auto. Die fahren hier, wie sie wollen. Das gab gerade noch ein bisschen Geld, das habe ich gleich weggebracht. Jetzt bin ich eigentlich auf dem Rückweg, will dann natürlich gleich mal aufs Feld. Da sind die Anhänger zum Wegfahren. Dann kann ich die nämlich hier gleich stehen lassen. Und können wir den Drescher abbunkern. Der ist, glaube ich, nämlich jetzt voll. Können das alles verräumen, das Zeug. Ich glaube, einen Kercher habe ich schon gekauft. Wir könnten sogar mal irgendwas sauber machen. Haben wir noch gar nicht gemacht hier. Wir sind bis jetzt immer bloß gefahren. So, und ich glaube, wir haben ja das letzte Mal, habe ich noch gesagt, wir müssen da ein bisschen Holz machen, damit wir hier die Produktion antreiben können. Ich habe gedacht, ja, vielleicht mache ich noch ein paar Kühe in den Stall, damit ich da ein bisschen Mist und Gülle produzieren kann. Für Dünger. Da muss ich immer Dünger kaufen. Saatgut würde ich dann auch noch produzieren. Dafür brauche ich, glaube ich, aber Dünger. Also ein Teufelskreis. Wir müssen erstmal mit irgendwas anfangen. Jawohl. Sie haben mich schon wieder geblitzt. Für 0 km/h musste ich da was zahlen. Genau, so ist eigentlich die Idee momentan. So, wir haben jetzt eigentlich die... Wow. Alles klar, mal einer, der über einen Fußgängerstreifen geht. Ja, die Alte läuft einfach über die Straße, alles klar. Okay, soll uns nicht weiter stören hier, die ganzen Fußgänger. Fahren wir einfach drüber. Die Raffinerie ist am Laufen und dieses Kieswerk ist am Laufen momentan. Und weiter haben wir industrietechnisch noch nichts in Betrieb genommen. Aber wir gehen jetzt mal hier auf unser kleines Feld. Wir haben eigentlich bloß ein Stück. So, der eine steht hier in den Tannen drin, der ist auch fertig. Den muss ich dann noch umsetzen. So, der andere ist mit der Drille schon am Raps drillen. Da könnte der zweite, der John Deere, ihnen eigentlich helfen. Wir haben mittlerweile, glaube ich, wie viele Traktoren haben wir? 4, glaube ich. 4, eigentlich haben wir, glaube ich, schon 5. Ich weiß es nicht. Wir haben den Fan, den Marcel Ferguson, den Case. Und den MB-Truck. So. Okay, hier sieht auch alles fertig aus. Da müssen wir gleich mal angreifen. Genau, mit dem riesigen Überladewagen. Können wir hier das auch noch voll machen? So, alles klar. Wir setzen noch den John Deere um. Hm.
Aha. Wenn da die Hydraulik bewegt wird, dann können sie kaum noch fahren hier. So, und der hat natürlich hier mit den Zwillingsbereifung, hat der da hier ein bisschen Vorteil im Schlamm drin. Das ist der einzige und der MW-Truck, wo ich da Zwillingsbereifung drauf bekomme. Die anderen können alle bloß breitreifen. Aber ich setze den mal gleich als Helfer unten ein hier. Raps werden wir da noch anbauen. Auf dem nächsten Feld, das hier könnte dann natürlich noch gedüngt werden, werden wir nachher auch noch machen. Aber eins nach dem anderen. Starten wir den mal da, oder? Jawohl. Okay, das funktioniert. Der sollte eigentlich den Anhänger fürs Mähwerk eigentlich rüberbringen zum Mähdrescher. Dann könnte ich eigentlich auch gleich die anderen Anhänger mit dem mitnehmen. Genau, so machen wir das. Wie gesagt, da der Frontlader, was wir noch gekauft haben. So, Mähwerksanhänger durch den Schlamm reißen hier. Der Drescher ist fertig, der muss bloß noch abgebunkert werden, machen wir auch noch. Und ja, mit den, wurde ja da, habt ihr überlegt, Kühe. Wegen den Kühen. Aber ich glaube, das schaffen wir heute alles gar nicht mehr hier. Wir haben so viel zu tun. Ich glaube, die Abschleppstange liegt nämlich auch noch da vorne rum. Die muss nachher auch noch zum Hof bringen. Jawohl. Also ich finde die Karte cool irgendwie. Auch wenn sie nicht ganz perfekt ist. Gibt vielleicht noch das Update. Eine andere Version, eine neuere Version. Ich werde mal schauen. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Würde mich da natürlich freuen, wenn da ein, zwei Fehler behoben würden. Werden würden. So, wie machen wir das am besten? Theoretisch kann ich ja da den da hinstellen. Dann kann ich nämlich mit dem Drescher hochfahren. So, machen wir den daran. Okay, der ist leer, aber den stelle ich gerade mal ein Stück nach vorne. Dann mal schauen, wenn ich jetzt mit dem Drescher das in Überladewagen lade und mit dem Überladewagen über den anderen Wagen lade, quasi überladen, ob das funktioniert. Das sieht sicher cool aus, bringt jetzt zwar nicht viel, aber ich muss das gerade mal anschauen. Okay, da überladen und da auch. Oh. Überladen.
genau, das ist ja lustig. Oh. Der Überladewagen ist viel schneller wie der Drescher. Okay, ich denke, das reicht erstmal für heute. Ich werde dann noch weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.